Ferien, aber Ferien vorbei ist noch viel besser. Das heißt nämlich, es ist wieder Clubhouse-Zeit. Ich habe Paddy und Holly so vermisst. Ich frage mich, was die so erlebt haben in den Ferien. Ich glaube, ich muss direkt mal ein Meeting einberufen. Hey Holly, hey Teddy. Clubhouse-Time. Oh, schnell hin! Ob sie wohl auch an mich denkt? Oh, Kelly ist wieder zurück. Das heißt wieder Clubhouse-Zeit. Ich freue mich so, aber denkt sie vielleicht doch an mich. Aber das ist egal. Eine Nachricht? Kelly ist wieder da! Das heißt wieder Clubhouse-Zeit, aber ich wollte eigentlich gerade mit den Hausaufgaben anfangen. Egal, das ist wichtiger. Oh Mann, wo bleiben denn jetzt Holly und Teddy? Ich muss so viel erzählen aus den Ferien. Ich war bei so viel. Hi Teddy! Teddy, hi! Cool, dass du da bist! Hallo! Wie war die Ferien? Ganz in Ordnung. Und wie waren die bei dir? Hattest du endlich ein Date mit mir? Weißt du, hattest du endlich ein Date mit dir? Bitte, sag mir, das erzähle ich euch später. Wo bleibt denn jetzt eigentlich Holly? Hängt die schon wieder vor den Hausaufgaben? Hey, Holly, schön, dass du da bist. Oh, 6 Wochen, das war so lang. Du hast dir echt ganz schön viel Zeit gelassen heute, muss ich sagen. Ich muss eigentlich noch voll viele Hausaufgaben machen, weil wir haben heute direkt richtig viel aufbekommen. Prioritäten, Holly, Prioritäten. Ja, ich bin noch da. Und wie lief es bei dir so? Hattest du endlich eine Runde? Ja, nee. Das ist auch gar nicht wichtig. Wollen wir nicht mehr darüber sprechen? Natürlich ist das wichtig. Du weißt Komm schon, wieder erzähl mal. Ja, gibt es Neuigkeiten? Was sind jetzt so der Stand der Dinge? Es muss Neuigkeiten. Ja, okay, ich erzähl's euch. Also, schaut mal. Hast du sie denn in den Ferien gesehen? Ich hab sie in den Ferien gesehen. Ich hab meinen Mut zusammengenommen und hab ihr bei Instagram eine Nachricht geschickt. Dann so, und wenn er kommt, dann kribbel ich ihn so aus. Und wenn er machen und dann so. Ja, dann mach ich. Wenn der Gegenspieler kommt, dann mach ich täuschen. Pass auf, dann mach ich so. Das wäre cool. Aber alleine macht das Ganze irgendwie doch nicht so Spaß. Was sie wohl gerade macht, spielt sie vielleicht auch Fußball? Nee, ich glaube nicht. Ich schreibe doch einfach mal. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach mal. Was könnte ich schreiben? Soll ich vielleicht schreiben? Hey, wie geht's? Deine Haare funkeln so wunderschön und wenn der Wind deine Haare durchstreift, dann... Nein, das kann ich nicht machen, das ist zu viel. Ich schreibe mir einfach, hey, wie geht's? Hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Und senden. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob sie mir antwortet. Sie hat es noch nicht gelesen. Oh nein, aber hier steht... Nee, sie hat es immer noch nicht gelesen. Und sie hat dir geantwortet? Und sie hat die Nachricht erst gelesen. Und dann hat sie geantwortet. Macht alles doch nicht so spaßig. Oh, sie hat mir geantwortet. Öffnen. Ja, hey Teddy. Lieben gerne. Sie hat Lust, sich mit mir zu treffen. Gut, dann muss ich jetzt nur schreiben, wo wir uns treffen. Und dann habe ich ein Date mit ihr. Und dann hat sie mir gesagt, haben wir uns verabredet. Und dann hatten wir ein Treffen. Und wie war's? Ja, tschüss, mach's gut. Und komm gut nach Hause. Und schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich hoffe, ihr hat das Date auch so gefallen wie mir. Ja, also da geht's ihr. Ich fand es eigentlich ganz gut, aber seitdem hat sie sich nicht mehr bei mir gemeldet. Hast du dich dann nochmal bei ihr gemeldet? Nein. Hat sie vielleicht jetzt geschrieben? Mal schauen. Nee, immer noch nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Ich weiß es nicht. Och, ich wünschte, Kelly und Holly wären hier. Dann hätten sie mir bestimmt einen guten Tipp gegeben. Soll ich anrufen? Soll ich hier schreiben? Ich weiß es nicht. Das Handy muss weg. Ich lasse es einfach. Ja, seitdem hat sie sich bei mir gemeldet. Aber du warst doch in der Schule. Hat sie da irgendwas gesagt? Ja. Hast du sie wieder gesehen? Wir haben uns wieder gesehen und dort hat sie mir ganz normal Hallo gesagt. Also. Hey! Na, wie geht's dir? Mir geht's auch super. Und was machst du so gleich? Genau, und sie sieht immer noch so wunderschön aus. Unfassbar. Und das Kajal, welches ihre schönen Augen umstrahlt. Oh, so Teddy, und, das hast und du uns schon 100 Mal erzählt, wie sie aussieht. Okay. Das müssen wir jetzt nicht noch mal hören.
ihre Haare. Teddy. Aber sag du doch mal, hattest du wieder irgendein Casting für von einer Schauspielagentur? Oh ja! Nein, bitte verlass mich nicht! Bitte nicht! Ich glaube, das war ein bisschen zu dramatisch. Okay, nochmal. Nochmal mit ein bisschen weniger Energie. Kelly, komm schon, du kannst das. Ja, also ich war auf super vielen Castings tatsächlich. Also und? Auf richtig, richtig viel. Hast du einen Job? Okay. Ich krieg das hin. Und was? Leider nicht. Ich wurde mal wieder nicht genommen. Nee, das ist noch nicht böse genug. Ach, ist auch noch nicht so richtig böse. Okay. Richtig böse gucken. Sehr gut, das war richtig gut. Okay. Kelly, du kannst das. Okay, und was mache ich noch? Ich brauche noch... Ja, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Ach Mensch, irgendwann klappt es auf jeden Fall bei dir. Irgendwann sehen wir dich in den richtigen Hollywood-Streifen. Du musst einfach mehr üben. Ja, also ich habe eigentlich... Naja, mehr üben. Ich habe die ganzen Ferien geübt. Ich war sogar, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war, selbst da habe ich geübt. Die ganze Zeit. Ich habe geübt. Au. Mal diese Mücken. Mann, Mama, warum mussten wir denn hier hinfahren? Nun kann ich ja immer ein bisschen... Ich kann ja üben, mich zusammenzureißen, dass mich das gar nicht interessiert. Ein bisschen Kontrolle über mich selbst ist auch sehr wichtig beim Schauspielern. Ah, ich schaff's einfach nicht. Oh, dann war ich bei so einem Casting, das war total krass. Da bin ich davor gelaufen und die meinten direkt so... Hi! Ich bin die Kelly und ich... Nächste. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich könnte auch... Nächste. Nee, tschüss, Nächster. Wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe? Aber... Tut mir echt richtig leid für dich. Verstehe ich auch gar nicht, ja, oder? Ja, verstehe ich auch nicht. Für welche Rolle war das denn? Das war, für Spansee. Und okay. Naja, ich bin halt keine Ballerina. Vielleicht war das auch das falsche Casting für mich, aber... Ja. Also, aber egal, von mir genug. Wie war es bei dir, Holly? Was hast du gemacht? Ein bisschen mich vorbereitet auf die Schule, also alles ein bisschen organisiert. Vorbereitet auf die Schule? Meine ganzen Sachen abgeheftet und mir wieder neue Schulsachen gekauft. Ja. Ach so, das haben wir alles gar nicht gemacht, aber das mache ich als Vorbereitung fürs nächste Schuljahr. Nicht, dass uns das irgendwie nächstes Jahr fehlt. So, gut, dass ich gut organisiert bin. Ich werde mir das jetzt alles hier abheften. Und falls im nächsten Schuljahr ich über irgendwas nicht Bescheid weiß oder so, dann kann ich das alles nochmal nachgucken. Und ich brauche auf jeden Fall neue Schulhefte. Vielleicht besorge ich mir die jetzt schon mal. Ich gehe gleich in den Supermarkt und kaufe mir jede Menge neue Hefte. Das ist ganz wichtig. Und ich habe auch jetzt einen Praktikumsplatz in der Tierarztpraxis. Oh, das ist so schön, endlich Urlaub zu haben. Und ich werde auch gar nicht an die Schule denken. Das mache ich nicht. Oh, mein Handy. Ein Anruf? Der Tierarztpraxis mit dem Praktikum, da muss ich jetzt dran gehen, auch wenn Ferien sind und auch wenn ich im Urlaub bin. Ja, hallo? Ja? Genau, richtig, wie bin ich? Ich hatte mich beworben. Ich krieg den Platz? Klasse! Oh, danke schön, ich freue mich total. Schicke ich Ihnen zu. Danke sehr. Es klappt mit dem Praktikum. Glückwunsch! Und welcher denn hat... Und wann fängst du da an? Oder hast du schon angefangen? Nein, jetzt ist doch erstmal Schule. Wir haben das Praktikum am Ende des Halbjahres. Ach ja, stimmt. Und Mann, ich brauche auch noch einen Praktikumsplatz. Wisst ihr schon, wo ihr Praktikum machen wollt? Oh, nein. Ja, Freunde, jetzt genug von den Ferien. Lass Vergangenes vergangen sein. Die Vergangenheit ist schon passiert. Okay, Herr Philosoph. Eine andere Frage. Was steht denn jetzt an? Was machen wir? Was haben meinst du in den nächsten Wochen so? Ja, in den nächsten Wochen. Ich würde super gerne mal in diesen neuen Trampolinpark gehen. Habt ihr von dem gehört? Das sind so, ich glaube, 100 Trampoline oder so. Das klingt richtig gut. Ich glaube, da kann man richtig, richtig viel Spaß haben. Wollen wir da nicht irgendwie mal nächste Woche oder so? Ja. Oder übernächste? Wisst ihr, worauf ich heute Lust hätte? Worauf? Eis! Oh, Eis! Ja, oh, das ist eine großartige Idee. Oh, mal wieder so ein richtig, richtig tolles Erdbeereis essen. Da hätte ich echt Lust drauf. Oder Schokolade. Oh, wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Da habe ich im Urlaub einen Film gesehen. Der war so romantisch. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir sollten unbedingt mal auf den Reiterhof fahren. Und dann können wir alle zu dritt in den Sonnen. Reiterhof? Ja, natürlich.
Und dann können wir alle zu dritt in den Sonnenuntergang reiten und das wäre total cool. Ich bin dabei. Gleich vor uns filmt dann jemand und dann lade ich das hoch und dann werde ich entdeckt und dann werde ich Schauspielerin. Ach Mensch, Kelly, jetzt komm doch mal aus deinem Film raus. Du wirst nicht bei so einem YouTube-Video erkannt und dann bist du zwei Tage später in Hollywood. Irgendwann wird sie in Hollywood sein. Ja, aber weißt du ganz genau, dass ich ein bisschen realistisch. Ja, aber so läuft das nicht ab. Du musst schon zu den Castings. So ist es halt. Ich will Tierärztin werden und sie möchte Schauspielerin werden. Halt Schauspielerin und du wirst Fußballer werden. Du kannst echt mal leise sein. Du weißt ganz genau, dass das auch nicht so einfach ist. Ich weiß, aber so läuft es halt nicht ab. Also du musst zu den Castings gehen und dann wirst du erst entdeckt. Ich geh doch zu Castings. Durch ein YouTube-Video, wo die wenigsten erkannt. Sie macht es doch. Ich geh doch ständig dahin. Ja. Naja, Leute, ich fand's richtig, richtig toll, dass wir uns wiedergesehen haben. Aber ich müsste jetzt gleich mal gehen. Wegen der Hausaufgaben. Ja. Ich hab echt so lange nicht einiges auf und ich will jetzt nicht direkt am Anfang des Schuljahres schlecht auffallen. Ne? Also, ob du jemals schlecht das wirst du nicht, Rolli. Rolli. Aber es ist mir aber wichtig mit den Hausaufgaben. Ja, gut. Wir wissen das. Ja. Bevor du gehst, Holly, du weißt, hier ist noch was zu erledigen. Ein Foto. Und 3, 2, 1, Tschüss. Das Foto kommt direkt in unser Album. Naja, und ich mache mich dann mal auf. Macht's gut, ihr beiden. Macht's gut, Holly. Macht's gut, Kelly und Teddy. Ciao. Ciao. Ja, das Bild ist doch super geworden. Immerhin ist das Bild super. Aber das sind ja auch hier drauf. Ja, aber dass es wieder so schnell gehen musste wegen der Schule, Mann. Du weißt es doch. Gut. Das ist ja eben wichtig. Und, ja, und das ist auch gut so. Aber das Bild ist super. Das stimmt. Ich sehe richtig gut aus. Ich glaube, wir sollten auch unbedingt ein neues Fotoalbum anfangen. Gute Idee. Mhm. Ach, Mann. Aber gut, da sich Holly jetzt schon auf den Weg gemacht hat, würde ich mich auch so langsam verabschieden. Oh, du gehst jetzt auch schon? Ja, ich muss für morgen schon ein cooles Outfit zurechtlegen, denn... Ja, ich verstehe schon, muss gut aussehen in der Schule. Du weißt ja warum. Ja, ich weiß. Los, dann mach los und schick ein Outfit-Foto vorher. Dann kann ich dir sagen, ob das gut aussieht oder ob es schon wieder dann, ein Reinfall ist. Mach's gut, Teddy. Tschüss, Kelly. Bis morgen. Endlich wieder Clubhauszeit. Oh, endlich wieder Zeit mit meinem besten Freund zu verbringen. Ich hab sie so vermisst. Oh, Kelly ist wieder zurück. Warte, bist du zurück? Ich bin zurück, ja. Okay. Oh. Läuft schon wieder? Oh, ich hab voll mein Knie ins Gesicht geschlagen. Ja, läuft schon wieder. Läuft. Ja. Du musst einfach. Ich sag, ich bin dann. Okay. Nee. Läuft schon. Ach, du läufst schon, sag das doch. Nein. Soll ich vielleicht schreiben, du bist so wunderschön wie ein Baum? Ja, warte, ich muss mal kurz einen romantischen Spruch überlegen. Fällt euch einer ein? Ein romantischer Spruch, der mit der Natur zu tun hat? Egal, ich sag irgendwas. Ich liebe dich. Dann lade ich das hoch und dann werde ich entdeckt und dann werde ich Schauspielerin. Claudio, verkneif dir den Spruch. Verkneif ihn dir. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Ja. Ich meine ja. Es klingt so. Es klingt irgendwie. Was hat sich angehört? Warte mal. Das ist ein Selbstauslöser und das löst jetzt gleich noch aus, oder? Ich weiß es nicht. Da ist eigentlich kein Selbstauslöser dran. Ich drück nochmal. Macht's gut, Sadie. Macht's gut, Holly. Der ist Kelly. Ich heiße Sadie. Macht's gut, Kelly und Holly. Macht's gut, Holly. Nee. Kelly, Teddy.